Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2 mit mir, eurem Frigerius. Ja, heute ist wieder ein neuer Patch erschienen. Living Story 2 geht weiter mit zweitens der Verschlingung. Das Ganze sehen wir uns nochmal in der Chronik an. Wir schreiben das Jahr 1327 nach der Erwachung, heißt das, glaube ich. Und ja, die Pforten von Maguma haben wir ja schon summa cum laude abgeschlossen. Deshalb geht's jetzt weiter mit der Verschlingung. So, da haben wir direkt einmal einen Brief bekommen. Gucken wir mal. Von Braham Erson. Ein Treffen in Wohlstand. Mich erreicht eine Nachricht über Ärger in Trockenkuppe. Wohlstand wurde soeben angegriffen. Ich begebe mich dorthin, um nach Taimi zu sehen. Trefft mich dort und wir sehen zusammen nach der Kleinen. Möge der Wolf euch leiten. Braham. Trockenkuppe. Das heißt, wir müssen wieder dahin, wo wir schon mal waren. Nach dorthin. Und wie gesehen, da war da ein Fertigkeitspunkt. Das heißt, das Gebiet wird jetzt fortgesetzt worden sein. Wir können jetzt anscheinend neue Sachen erkunden. Und wie ihr mich kennt, erkunde ich gerne. So. War lag. Jetzt geht's. Sehr gut. Well, hier, wie leckt das gerade ein klein wenig, ja, jetzt geht's wieder. Oh, ein bisschen nachladen lassen hier. Ja, schön. So, wir haben hier, wie ihr seht, jetzt Dornen, die waren vorher nicht da. Und hier ist auch das, wo Taimi war. Das heißt, wir schauen nochmal direkt in die Instanz rein, in die Scarlets Geheimraum. Und schauen mal, was die Kleine so macht, was sie angestellt hat. So. What's up? Taimi, seid ihr hier? Taimi? Bis ihr da drin ist? Gut, ich bin dass da. Das vorbei Alles ist. Gut. Schadel hat mich beschützt. Geht's euch gut? Oh, puh. Ja, uns geht's auch gut. Alles fing an zu wackeln. Ich hatte kaum Zeit, in Schadel zu steigen. Ist sie in Ordnung, Braham? Ja, es geht ihr gut. Sie hat sich im Golem versteckt. Nicht versteckt. Ich habe wichtige Daten gesammelt. Hätte ich es auch gesagt. Ja. Ja. Habt ihr gesagt, Taimi geht's gut? Mir geht's gut. Manu, was ist los? Marjorie. Ich habe das Gefühl, dass die gesamte Welt unter den Füßen wegbricht. Ja, sowas kommt vor. Es geht uns wohl allen so. Es gibt einen neuen Drachen, dem wir uns stellen müssen. Ja, ach. Nichts wird je wieder so sein, wie es mal war. Und? Nein, das wird es nicht. Mordremort hat das getan und er hat es erst, und es hat erst angefangen. Und er hat erst angefangen? Egal, ja, dann machen wir ihn kaputt. Wo ist das Problem? Mordremos? Eine völlig neue, entsetzliche Dimension, nicht wahr? Wieso? Wir brauchen einen Plan. Was sollen wir nur tun? Also ich bin für Verbrennen. Das ist die meistens beste Technik. Ist das nicht Rotters Zoom? Na egal. Glaubt ihr wirklich, dass all diese Ranken mit Mordemod zu tun haben? All diese Toten? Ich bin mir ziemlich sicher. Was sollen wir machen? Wir fangen damit an, Scarlets Pfad zu folgen. Scarlet glaubte, das große Ganze gesehen zu haben. Es war Teil ihrer Wahnvorstellung. Ich glaube nicht daran, dass der Absturz der Zephyriten zu Scarlets Plan gehörte. Aber sowohl sie als auch der Saboteur sprachen über die Zerstörung Tyrias. Ich weiß. Aaron sagte, ein typischer Anführer würde sterben. Deshalb glaube ich, dass jemand oder etwas ihn kontrollierte. Das beunruhigt mich am meisten an ihm. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wen er gemeint hat. Naja, mich schon mal nicht, glaube ich. Es könnte jeder sein. Doch die größte Gefahr für Mordremort stellt wohl Traherne dar. Ich hasse den Gedanken, dass Königin Jenna in Gefahr sein könnte. Momentchen mal, wieso jetzt Traherne? Schnückelchen, du weißt schon, dass ich und die anderen da den Drachen Putte gemacht haben. Nicht unbedingt alleine Traherne, Schnucki? Ich hoffe, das ist hier jetzt so, ne? Gut. Er hat auch noch andere merkwürdige Dinge gesagt. Ja, Sachen wie, er wird so zufrieden sein und ich habe das große Ganze gesehen. Er klang so sehr, wie Scarlet es war. Beängstigend. Ich denke, wir können noch immer von Scarlet lernen. Selbst nach ihrem Tod. Ja, das ist mit ihren Aufzeichnungen jetzt nicht wirklich schwierig. Meine Herren. Party? Brecht mit Taimi, Golem.
Nur zur Klarstellung. Ich glaube auch, dass dieses Mordremort Zwerg ist. Es hat alles mit Scarlet angefangen. Wir müssen sie verstehen. Habt ihr ihren Stimmenrekorder gesehen? Ihre Bücher? Oder Papier vielleicht? Ich bin nur froh, dass es euch gut geht. Was habt ihr erfahren? So einiges. Zum Beispiel, wie Scarlet mit den Dampfkreaturen begonnen hat und dann zu Äther- und Urwehrkreaturen überging. Sie hat einen ganzen Haufen dieser Dampfkreaturen in die Wildnis entlassen. Oh, und sie hat Omad getötet. Omad getötet? Er war ihr letzter Mentor. Also, so nebenbei mal so. Er hat mit seinem bewusstseinserweiternden Gerät an ihr experimentiert. Böser Junge. Dadurch hat sie auch die ewige Alchemie gesehen, oder was sie eben dafür hielt. Sie hat ihn also dafür getötet? Nein! Sie hat ihn getötet, weil er, nachdem er begriffen hatte, dass sein Gerät funktioniert, sie nicht mehr wie eine Assistentin oder Schülerin, sondern wie eine Laborratte angesehen hat. Er wollte noch mehr Experimente an ihr durchführen. Verstehe, aber Ormeth hätte ihr doch nie wehgetan, nicht wahr? Historisch gesehen haben vorangegangene Generationen der Asura, zu denen auch Oma zählt, Silvari als eine Anomalie betrachtet, die studiert werden musste. Als die ersten Silvari eintrafen, wurden viele zu Opfern der Forschung im Innersten des Arkanwissens. Habt ihr neue Erkenntnisse zu diesen Zeichnungen an der Wand? Die habe ich in der Tat. Basierend auf den Notizen in Scarlets holographischen Rekorder, dort drüben habe ich eine Theorie aufgestellt. Ich denke, es stellt ihre Vision dar. Ihre Vision? Ihr Mentor Omid hat ein Gerät entwickelt, welches den Geist öffnet. Als sie es ausprobierte, hatte sie eine Vision. Im Zentrum befindet sich ein System, das häufig zur Darstellung des blassen Baums genutzt wird. Und ihr denkt, sie hat dieses Bild danach gezeichnet? Ja, sie hat behauptet, in ihrer Vision die ewige Alchemie gesehen zu haben. Die symmetrischen Elemente in der Zeichnung und der blasse Baum im Zentrum lassen diesen Schluss zu. Warum jetzt der blasse Baum? In ihrer Vision hat sie gesehen, wie der blasse Baum von Dornenranken angegriffen wurde. Sie hat beschrieben, wie diese dem blassen Baum schrecklichen Schaden zugefügt haben. Das klingt furchtbar. Hat sie das erschüttert? Es hat ihr gefallen. Sie hat sogar einen Dornenranken wachsen lassen, um Omid damit zu erdrosseln. Die Parallele zu den Ranken in ihrer Vision ist recht offensichtlich. Was ist mit den Leylinien? Habt ihr etwas Neues erfahren? Sogar das Interessanteste von allen. Scarlet hat die Vermutung, dass die Positionen der Wegmarken mit den mächtigen Leylinien übereinstimmen. Hat sie damit recht? Vermutlich. Aber sicher ist das noch nicht. Ich muss noch weitere Forschung einstellen, um die Elemente noch besser zu verstehen, die sie zu dieser Schlussfolgerung brachten. Faszinierend? Und, habt ihr herausgefunden, was Scarlet hier gemacht hat? Sie studierte Leylinien, aber keine Ahnung. Alter, boom. Oh, Herrje! Was ist los? Nix, Stabi. Hey, seht euch das an. Da ist ein Durchgang hinter dem Regal. Hui. Was? Geht mir aus dem Weg. Lasst mal sehen. Beruhigt euch. Der Boss geht als erstes. Na gut, aber macht schnell. Komm, Frostbeißer. Wir gehen. Der Boss bin ich, Schnucki. So. Was ist hier los? Hände hoch, Hände hoch. Alles bleibt bei, wo sie sind. Alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden. Interagieren. Diese Notizen mit dem Titel Forschungsnotizen enthält eine komplexe Sammlung an Formeln, Zeichnungen und technischen Baupausen. Ja, super spannend. So, Vektortime, ich muss gucken. Was haben wir denn hier? Dieses Stück Papier stammt aus einem Buch. Ach! Durch die Briefe, die Soldaten der Kurna-Armee nach Hause geschickt haben, konnten wir Einblick in ihr Leben gewinnen. Im 11. Jahrhundert nach Erwachen inspirierten Anführerin Varish Ossa ihr Volk zu großer Loyalität. Varish Ossa, das ist Guild Wars 1, oder? Ich glaube schon. In einer bestimmten Rede lobte Ossa ihr Militär und ermutigte es, seine Überzeugungskraft zu nutzen, um die Macht Kurnas von ihnen zu festigen. Das ist Nightfall, glaube ich. Kurna ist Nightfall. Sie sagte, wenn sie nur richtig überzeugt werden, kann man die ganze Gruppe niederer Kreaturen dazu verleiten, auf die eigenen Ziele hinzuarbeiten, ohne dass diese überhaupt merken, dass sie es nicht für sich selbst tun. Ossa führt die Allianz aus Zentauren und konischen Handwerker als Beispiel an.
Gemeinsam produzierten sie bessere Rüstung und Waffen und deckten für das Volk der Krone den Alltagsbedarf. Ah ja, so geht's hier lang. Wahrscheinlich aus der Instanz raus, das will ich jetzt nicht. Noch nicht. Ein weiteres Buch. Die Geschichte der Trockenkupfe von Nicholas Sanford. 2017 NE. Jetzt ist es zwar eine karge Landschaft, aber vielleicht hat dieses Becken vor vielen Jahrtausenden einmal Wasser getragen. Jetzt ist alles von Sand bedeckt, den der Wind vorträgt und welcher an allem zehrt. Egal ob Stein oder Einwohner. Unbekannte Lebewesen bauten einst fragile Behausungen am Hang weit oben an der Felswand. Einige dieser Bauten haben überdauert. Doch auch sie werden bald den Sand und der heißen Sonne zum Opfer fallen. Dieses Gebiet lockt Gesetzlose an, die etwas zu verbergen haben. Aber auch jene, die aus diversen Gründen unter zivilisierten Leuten nicht mehr willkommen sind. Dies macht das Gebiet für Reisende wie Yackington, I don't care, und mich gefährlich. Wandernde Scharen von Zentauren kommen anscheinend hier entlang. Es gibt Hinweise darauf, dass sie hier einst eine Zuflucht hatten. Ein großer Baumstamm, der einfach so herumliegt, konnte einmal einer ihrer heiligen Bäume gewesen sein. Auch wenn es nicht den Anschein hat, so ist diese trockene Gegend alles andere als leblos und sie dient als Durchgang in den Maguma-Dschungel. Eine Region voll unter unkontrollierbarem Wachstum, Leben und oft auch Tod. Ach, der Tod ist überall. Was haben wir hier? Asura-Kram. Okay. Auf dieser Seite des Buchs hat Scarlett einen Pfad aufgezeichnet, der nach oben und aus dem Tunnel hinaus zu einer höheren Region von Trockenkuppe führt. Die Punkte auf Scarlets Karte zeigen einen Pfad durch die höhere Region von Trockenkuppe zu einem unbekannten Ziel, welches sie mit sich kreuzenden Blitzstrahlen markiert hat. Blitzstrahlen sind immer böse. Oh Mann, ich komme heute wieder nicht aus dem Lesen raus, ich merke das schon. Aber gut, wir haben jetzt weitere Bücher gefunden und Timmy wird sich austoben können. Timmy, Bücher! Habt ihr was gefunden? Habt ihr doch etwas gefunden, nicht wahr? Scarlett hat eine Karte zurückgelassen, welche zeigt, dass sie zu einem Ort im Südwesten aufgebrochen war. Ich wette, sie führt uns zu den Leylinien, die Scarlett entdeckt hat. Ihr bleibt erst einmal hier bei den anderen. Ich schaue nach, wo mich das hinführt. Ist ja wohl klar, Schnucki. Also, dass ich da jetzt dich nicht losschicke, kann dir auch... Was kriege ich denn hier für einen Krampf? 5 Modrem-Saatbeutel. Super. Und eine Luxus-Rüstungskiste. Yay. Yeah. Und 5 Schrott. Wow. Das ist ja awesome. Ja, wir wollen hier jetzt raus. Hallo, Feral Fight FNC. Wo sind wir? Wir sind hier. Okay. Das bedeutet, wir wollen nach da. So, aber erst einmal gucke ich, was ich in meiner Tasche habe. Ui, einen Exo-Levis-Detektor. Vorschau, habe ich ja schon. Das sieht aus wie ein wie von Portal. Also so ähnlich. Habe ich das Ding denn jetzt schon? Kinn freigeschaltet. Ich will es gar nicht haben. Kann ich es verkaufen? Beim Handelsposten verkaufen. Für... Bom, 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 bom. Knapp 2 Gold. Überlege ich mir noch. So, was ist denn hier drin? Schrott, 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 Schrott und... Schrott. So, ja, da ich ja der König des Wiederverwertens bin... So. Oh Mann, meine Skills regieren auch nicht mehr, wie sie sollen. Ein Dampf-Minotaurus-Kopf. Schöner Kopf. Ich kann Berge versetzen. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier hochkommen. Jump, jump, jump around. Jump, jump, jump around and take your feet up off the ground. So, oh, ein Video. Boah. Zentauren. Zentauren. Steine. Maguma Friedenswächter. Na, Schnucki, was hast du zu sagen? Hast du irgendwas zu sagen? Um uns herum ist Glints Volk vom Himmel gefallen. Auf diesem Wege heißt uns Stamm Außenstehende willkommen. Heißt unser Stamm. Seid also vielmals gegrüßt. Der sieht aus wie ein Ork mit diesem Zahn. Ihr könnt unseren Zufluchtsort gleich um die Ecke finden. Das ist ja praktisch.
Vergebt mir, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Zentauren getroffen, der mich nicht gleich an Ort und Stelle über den Haufen rennen wollte. Ich bedauere, dass die Stämme, wie ihr sie einst gekannt habt, so gewalttätig geworden sind, seit sie von unserer Heimat Maguma so weit entfernt haben. Wir verabscheuen die Gewalt unserer Sippe im Osten. Wo sind wir hier? Ihr befindet euch in den Hochlanden von Truppenkuppe, mein Freund. Es ist schon eine ganze Weile her, seit jemand hier durchgekommen ist. Und doch seid ihr in dem Moment eingetroffen, als jene Hilfsbedürftige hier gelandet sind. Etwas hat sich verändert. Ja, nee, ist klar. Ich frage mich, habt ihr jemals eine seltsame Frau in Begleitung mechanischer Diener gesehen, die ihre Vorräte geschleppt haben? Ich kann mich nicht an die Frau erinnern, die ihr sucht. Doch ich habe einst ein verlassenes, kopfloses Metallgetüm in der ungefegten Einöde gesehen und mich gefragt, woher es stammt. Tschüss. Ungefegte Einöde gleich Wüste? Wahrscheinlich.